einmal noch anfeuern und dann ging's los. Heimspiel für die Volleyballerinnen des USC Münster in Grün gegen die Damen vom Köpenicker SC Berlin in der schwarzen Bekleidung. Wir sind mit dem ersten Satz für den USC, ging's richtig gut los. Diagonalspielerin Nadja Schaus mit einem Punkt fürs Heimteam. Das nach dem Pokal aus unter der Woche merkbar auf Rehabilitation aus war. Münster startete energisch, das Team lag immer so mit 4 bis 5 Punkten vorne. Die Damen aus der Hauptstadt in der Bundesliga-Tabelle nur vorletzte, aber liebe Zuschauer, lassen Sie sich nicht täuschen, die können auch Volleyball spielen und die kämpften sich hier ganz ordentlich wieder ran. 19 zu 20, die Köpenicker zurück im Spiel. Satz 1 wirklich hochspannend. In der Endphase konnte sich kein Team mehr entscheidend absetzen. Immer wenn die USC-Damen Satzball hatten, war es so wie in dieser Szene. Der Köpenicker SC schlug zurück. Die knapp 1200 Zuschauer in der Halle Bergfidel merkten, dass das Team nun Unterstützung braucht. Und beim Stande von 31 zu 30, da konnten die Münsteranerinnen den ersten Satz eintüten. Wiebke Silge mit dem entscheidenden Block. Satz 1 ging an den USC, 32 zu 30. Hochspannend aber sollte es hier in der Halle Bergfidel weitergehen. Denn obwohl die Gastgeberinnen in Satz 2 wieder aussichtsreich in Front lagen, die Berlinerinnen kämpften sich wieder zurück ins Spiel. Münster nun viel zu selten mit solch durchdachten Aktionen wie diesem gefühlvollen Heber von Zuspielerin Tess von Pickertz. Das Resultat, Satz 2 ging mit 25 zu 19 an den Tabellenvorletzten. Ja, liebe Zuschauer, mit jedem Seitenwechsel änderte sich hier quasi der Charakter des Spiels. Dieser umkämpfte Ballwechsel im dritten Durchgang, nicht gerade exemplarisch, endet mit dem Punkt für den Köpenicker SC. Aber in Satz 3, da spielte der USC nun fast fehlerfrei. Hatte die Gäste fest im Griff. Hier ein Punkt von Nadja Schaus. Vergleichsweise im Eiltempo fegten die Unabhängigen durch diesen Satz. Die letzte Angabe von Berlin segelt weit ins Aus. 25 zu 15, der USC wieder mit einem Satz Vorsprung. Ab ging's in Durchgang 4. Es wirkte, als solle der USC nun doch die Oberhand behalten. Leonie Schwertmann mit dem Punktgewinn. Aber liebe Zuschauer, es wirkte nur so, denn dem Köpenicker SC gelang es erneut, diesen Satz offen zu gestalten. Hier die Gäste mit erfolgreichem Schmetterball. Die Zuschauer bekamen am Sonntag wirklich was geboten fürs Eintrittsgeld. Großer Kampf beider Teams, ein stetiges Hin und Her und so ging der vierte Satz wieder an die Gäste. 2 zu 2 Satzausgleich. Der USC musste zum dritten Mal in dieser Saison in einem Heimspiel über den Tiebreak gehen. Diese, nennen wir es mal, Tiebreak-Erfahrung wirkte sich allerdings positiv für die Münsteranerin aus. Mit einer tollen Aufschlagserie ihrer Spielführerin Ines Baden brachte sich der USC mit 10 zu 0 in Front. Berlin zwar weiter voller Kampfgeist, aber dieser Block nach Angriffsschlag von Ashley Benson, er geht ins Aus und so gewinnt Münster mit 3 zu 2. 2 Punkte an den USC und einer geht an Berlin. Das Fazit im Team, Zufriedenheit gepaart mit Ärger darüber, dass man das Match nicht in 4 Sätzen gewinnen konnte. Also die 2 Punkte sind auf jeden Fall schon mal klasse, keine Frage. 5 Satz auch wieder die Bestätigung, dass man eben mit dem Selbstvertrauen des Tiebreak eben nochmal gewonnen hat. Das dritte Mal jetzt schon in eigener Halle. Das tut auf jeden Fall gut. Das ist einfach zu einer Stärke geworden in diesem Jahr, in dieser Saison. Aber ja, also die 3 Punkte wären uns auf jeden Fall lieber gewesen. Es wäre auch nicht nötig gewesen, das auf jeden Fall nicht. Es haben sich einfach wieder Unkonzentriertheiten eingeschlichen bei uns. Und ja, ist schade, aber Köpenick hat auch gut gespielt. Deswegen muss man eigentlich auch fairerweise sagen, dass sie den Punkt auch verdient haben. So bitter ist es jetzt doch für uns ist.